Hallo meine Lieben, heute gibt es ein neues Video für euch. Und zwar geht es heute um unser Haus, denn ich stehe gerade vor unserer Haustür, die kennt ihr ja bestimmt. Und ja, wir ziehen heute aus und deswegen dachte ich mir, okay, ich zeige euch einfach nochmal unsere alte Wohnung, wie sie jetzt so aussieht, wie sie leer aussieht. Hier ist halt die Haustür, hier draußen kennt ihr es bestimmt, hier ist mein Hund. So sieht es hier aus, da kommt gerade Postbote. Hallo. Und dann kommen wir hier rein. Und direkt links ist mein Zimmer. Das kennt ihr ja auch schon von der Roomtour. Aber ich sage es auf jeden Fall nochmal. Ja, es ist jetzt auf jeden Fall auch leer. Also so sah ja mein Zimmer aus. Das kennt ihr. Hier steht nur noch ein Karton und nichts. Ja, der Kinderbank steht hier noch. Die Lampe muss noch raus. Und der Schrank zieht zu meiner Schwester. Sonst sind hier noch unsere Motorradsachen. Mein Motorradhelm voll auf dem Boden. Dankeschön. So. Und noch zwei Blumen. Das war mein Zimmer. Da ist der Felix. Mein Zimmer. Hier ist meine Katze. Hallo, Lisi. Hallo, ziehst du heute um? Ziehst du heute um ins neue Haus? So. Und dann hier rechts schläft mein Hund. Und hier stand immer unser Kinderwagen. Also hier hinter stand immer unser Kinderwagen. Und dann haben wir hier halt den großen Flur, also wenn wir halt von der Haustür reinkommen, haben wir halt hier so einen riesen Flur, hier ist unsere Treppe. Hier haben wir so eine kleine Angarderobe, halt mein Papa selber gebaut alles. Also diese Wand und hier so Regale rein für Schuhe, da haben wir unsere Schulranzen drin. Da ist so eine kleine Tür, die kann man so rausschieben. So, da waren irgendwie so Turmbeutel zum Beispiel drin. Ja, und dann ist das hier halt unser Flur gewesen. Hier rechts kommen wir ins Wohnzimmer, also kamen wir ins Wohnzimmer. Hier ist aber schon alles sauber und auch komplett leer, hier ist gar nichts mehr. So sah es halt hier aus, das ist so krass, weil vor 8 Jahren sind wir hier eingezogen und da sah es genauso aus und jetzt ist es einfach leer. Ich finde aber auch, dass die Räume, wenn sie leer sind, kleiner aussehen, obwohl es ja eigentlich das Gegenteil eigentlich ist. Hier wird der Garten gerade leer geräumt, seht ihr? Bäume rausgerissen und alles. Ja, hier ist auch unsere Terrasse. Und ja, hier ist so eine riesengroße Fensterfront. Fenster haben wir letztes Jahr erst neu bekommen. Aber ja, sind halt jetzt für den neuen Mieter. Hier ist auch eine neue Heizung, die hat mein Papa eingebaut. Ja, so sah es hier aus. Hier haben wir noch so einen Kamin, so einen kleinen. Hier hatten wir halt so zwei Wohnzimmer. Ein bisschen, also da ist halt eins und hier ist halt eins. Aber so sah das halt alles aus. So. Felix, was machst du da? So, hallo Lisi. Hallo Lisi. Ja. Dann haben wir hier geradeaus die Küche. Dieser Jesus, die kennt ihr bestimmt auch von einigen Videos. Hat so eine richtig alte Küche, aber meine Eltern mögen sowas. Also einfach unsere Küche. Hier war ja unser Essbereich. Sieht auch komplett leer aus jetzt. Hier kommt gerade unser Vermieter. Ja, und dann haben wir hier, also wenn wir so in der Küche stehen, einmal rechts eine Tür und links eine Tür. Ich zeige euch einmal kurz rechts die Tür. Die führt zu unserem Keller. Und zwar sieht es dann so aus hier. Das hier hat mein Vater auch alles komplett gebaut. Hier oben hat er nämlich so eine Ablage gebaut. Auch richtig cool. Und diese gleiche Tapete hatte ich damals in meinem Kinderzimmer, als ich noch ganz klein war. Ja, und hier sind auch so ein paar Regale, also einfach so Aufbewahrung. Und dann geht es hier unten in den Keller. Hier ist echt so ein Warnhinweis, weil hier haben sie schon ganz, ganz viel den Kopf gestoßen. So sieht es hier unten aus. Voll gruselig eigentlich. Also als Kind war das immer der schlimmste Ort. Da ist unsere Heizung, unser Wasserbeutel. Hier waren unsere Waschmaschinen drauf. Und hier ist noch ein Katzenklo. Dann haben wir hier direkt neben der Tür eine kleine Vorratskammer. Die sieht so aus, also sah so aus. Hier haben wir halt immer unser Essen gelagert. So, was wir. Meine Mutter kauft immer ganz viel und lagert das dann. Mag sie einfach lieber. So, dann haben wir hier so noch einen Gefrierschrank gehabt. Hier fällt die Wand komplett auseinander. Ist halt schon sehr alt. Und hier war immer unsere Wäsche. Ich habe meine Mutter halt so immer Wäsche aufgehangen. Und hier war noch ein Trockner. Und ja, sonst den Kram. Also einfach hier so unsere Wäsche. Hier haben wir noch eine schöne Spüle. So sah das Ganze hier dann aus. Das war unser Keller.
Dann gehen wir wieder hoch. So. Felix und Lisi. Was macht die hier? So. Und dann sind wir in der Küche wieder und dann haben wir hier noch eine Tür. Und diese Tür führt in eine zweite Küche. Das war ja damals bei den Bauernhäusern ganz normal. Also einfach so einen kleinen Raum. So. Und hier hatten wir halt noch eine zweite Küche. Also hier war noch ein Herd und ein Dunstabzugshaube. Also einfach so eine zweite Küche. Hat mein Vater mal geraucht. Und dann haben wir hier einen ganz, ganz großen Stall. Schaut mal. Hier haben die damals die Trecker gelagert immer. Und das hat mein Vater halt umgebaut. Ich muss kurz die Musik ausmachen. So, also hier hat mein Vater seine Werkstatt gehabt da drüben, weil er hat ganz, ganz viele Werkzeuge. Da oben war unser Dachboden, da haben wir ganz, ganz viele Sachen gelagert. Und hier war so ein Partyraum. Deswegen ist hier auch noch so ein richtig cooler Tresen, den hat mein Papa auch selber gebaut. Hier ist einfach so ein Raum. Voll riesig. Und hier oben haben wir dann einen Dachboden. Das ist voll gefährlich hier. Schaut, so sieht das hier oben aus. Ganz alt noch, von damals alles. So. Und dann gehen wir hier wieder durch, Hallo Lisi. So, und dann durch die Küche wieder durch. Und wenn wir dann hier wieder im Flur sind, ist neben der Küche ein Eingang, so ein kleiner. Hier gibt es auch Licht. Und dann ist hier geradeaus unser Badezimmer, wie ihr bestimmt schon seht. Hier ist auch natürlich Radio an. Ja, hier haben wir eine Badewanne. Dann haben wir eine Dusche, eine Sauna. Danach wurde ich sehr oft gefragt, ob wir wirklich eine Sauna haben. Ja, wir haben wirklich eine Sauna. Wollt ihr mal schauen? So sieht es dann aus. Hat einfach eine Sauna. Und hier haben wir noch ein Spiegel. So sieht es aus. Katzenklo ist halt. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, hä? Haben die gar kein Klo? Damals war es auch ganz beliebt, dass man hier so separates Klo macht. Hier ist kein Licht mehr, weil wir es ausgebaut haben. Und zwar wegen der Sauna. Also, dass wenn Leute in die Sauna wollten, dass nicht die so lange warten müssen, die auf Toilette müssen, sondern hier haben wir halt einen extra Raum als Toilette. Und dann war es das auch hier unten. Dann gehen wir jetzt nur noch diese Treppe hoch. Felix, willst du mitkommen? Komm mit. Und hier oben haben wir noch so einen kleinen Flur dann. So sieht es aus. Hier ist unsere Treppe, hier geht es runter. Hier macht Felix gerade die Teppiche ab. Ja, so sieht es hier aus. Hier ist unser Garten. Da haben wir einen ganz großen Container. Und dann geht es hier in die erste Tür. Hier hat meine Schwester gewohnt, die auch ein Reborn-Baby hat. Alter, hier sind noch voll viele Sachen, ne? Ja. Der Boden ist ultra schön. Den hat mein Vater mit Müstearbeit abgeschliffen. Das ist so krass. Ja, das ist voll der schöne Raum. Das ist der schönste Raum im ganzen Haus, weil er so richtig hell ist. Der ist den ganzen Tag lang hell. Und er ist halt noch heller durch den geilen Fußboden. Ja, hier hat meine Schwester gewohnt. Das kennt ihr aber, glaube ich, auch schon. So sieht das hier aus. Hier ist noch unser Sicherungskasten. Nicht wundern, warum die Klinken alle hoch sind. Das ist wegen den Katzen. Die springen da rauf und machen das auf. Deswegen haben die alle so hoch gemacht. Dann gehen wir hier durch so einen kleinen Gang. Hier geht erstmal Bewegungsmelder Licht an. Da. Und dann ist hier so eine kleine Tür. Und hier ist so ein ganz, ganz Mini-Raum. Schaut mal, das war damals unser Büro. Und halt für WLAN und Kopierer und alle unsere Akten waren hier. Und da geht es hoch zum Dachboden. Das war damals halt der Zugang. Ja. Das war unser kleines Büro. Ich wollte das immer als Babyzimmer haben. Das hatten wir auch kurz vor dem Umzug vor, aber wurde dann doch nichts. Dann gehen wir hier geradeaus. Das war damals mein Kinderzimmer. Das habe ich aber dann meinem Bruder gewidmet, weil ich nach unten ziehen wollte. Und das sieht hier so aus. Halt so gestrichen von meinem Papa. So. Und so sieht das Ganze aus. Richtig schön. Auch das Zimmer mag ich, weil es auch so richtig schön hell ist. Also echt richtig schön. So sieht das hier aus. Halt alles jetzt komplett leer.
Und dann haben wir oben nur noch einen Raum und das ist dann hier das Zimmer von meiner Schwester. Die hat hier alles voller Nagellack gemalt. Aber auch hier habe ich, als wir hier eingezogen sind, habe ich hier drin gewohnt. Oh, hier ist noch ein Tier. Habe ich hier drin gewohnt und da hinten stand so mein Bett und das war voll toll hier drin, ne? Weil es halt einfach ein riesiges Zimmer, wenn ihr das mal so anschaut. Schaut mal, wie riesig das ist. Ich glaube, das hat ungefähr 40, 45 Quadratmeter. Nur dieser Raum hier. Ja, und hier hat mein Papa auch so einen Pferdezaun gemalt mit so einem Pferd. Und hier war noch Tapete. Deswegen nicht wundern, warum es hier so komisch weiß ist. Ja, aber halt auch ein richtig, richtig schicker Raum. Richtig schön gemalt und richtig riesig. Also wenn ich das so gucke, ist so ein richtig schöner Raum. Aber auch der wirkt kleiner, wenn er leer ist. Also als er voll war, war er noch viel größer. So. Und das war's auch schon. Das war so unser altes Haus. Ich kann nur unseren westlichen Garten zeigen. Ich mach mal die Tür zu. Hier. Da ist meine Schwester, da ist ihr Mann. Hier ist unsere Terrasse. Fenster zu hier. Es regnet draußen und die räumen gerade den Garten aus. Ja, da unten haben unsere Kaninchen gewohnt. Da hat mein Papa extra so ein Haus gebaut. Da ist unser Kompostmüll. Hier hinten hat mein Vater immer Gemüse und so angepflanzt. Und hier ist so eine Wäschespinne und hier ist so eine Terrasse mit so einem Ofen und so. Und ja, das ist unser restlicher Garten so. Und ja, das ist auch schon fertig ein bisschen. Also jetzt sind wir wirklich fertig. Hier oben geht immer das Licht an, wenn man hier lang läuft. Also halt Bewegungsmelder, ne? So. Tada! So, meine Lieben, und dann war es das auch schon. Felix ist da unten. Kannst du noch die Klebereste abmachen hier irgendwie? Die können da bleiben. Die können da bleiben. Für die neuen Mieter können direkt neue Sachen draufkleben. Können wir auch holen. Gut. Gut, meine Lieben, dann würden wir uns verabschieden. Das hier war unser Haus. Ich versuche als Thumbnail zu benutzen, wie es von außen aussah, aber das ist ziemlich schwer, weil es gerade regnet. Das hätte ich auch noch von außen gezeigt. Ja, also im Thumbnail seht ihr dann, wie es von außen aussieht, das Ganze. Ist auch ziemlich schwer, es komplett raufzukriegen, weil wir haben hier zwei riesige Bäume vor der Tür. Die sind echt höher als das Haus. Und ja, aber ich versuche mich da hinten irgendwo hinzustellen und ein schönes Foto zu machen. Ja. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.